und herzlich willkommen auf unserem neuen Strecken-Add-on durch das Elbtal von Dresden nach Schöna. Wir möchten uns zunächst bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses Produkt gekauft haben und hoffen, dass Sie damit viel Spaß haben werden. In diesem Szenario lernen Sie die Strecke kennen. Sie starten in Dresden und fahren nach Schöna. Während der Fahrt erhalten Sie einige Informationen zur Strecke. Sie können ganz entspannt fahren, denn in diesem Szenario haben Sie keinen festen Fahrplan. Zunächst ein paar Informationen zu Ihrem Startpunkt. Sie befinden sich gerade im Dresdner Hauptbahnhof. Dieser Bahnhof wurde am 23. April 1898 eröffnet und ersetzte den früheren sächsisch-böhmischen Bahnhof. Von hier aus bestehen Fahrtmöglichkeiten in Richtung Elbtal und Prag sowie Richtung Dresden-Neustadt und Leipzig und zur Franken-Sachsen-Magistrale in Richtung Chemnitz und Hof. Dresden ist unter anderem an das ICE-Netz angebunden. Es bestehen ICE-Verbindungen nach Frankfurt am Main, Wiesbaden und Saarbrücken. Außerdem verkehren zahlreiche Intercity-Züge nach Köln sowie vereinzelte Intercity-Züge nach Berlin und Westerland. Außerdem ist Dresden Halt von Eurocity-Zügen. Es verkehren Eurocities von Berlin über Dresden nach Prag und vereinzelte Umläufe weiter nach Wien sowie Budapest. Außerdem verkehren abends Nachtzüge in Richtung Zürich sowie Wien und Budapest. Dresden ist sächsische Landeshauptstadt und mit 530.000 Einwohnern die 11. größte Stadt in Deutschland. Dresden ist vor allem bekannt durch seine Bauwerke, unter anderem den Zwinger und die Frauenkirche. Dresden wird auch Elbflorenz genannt, aufgrund der Lage an der Elbe und dem Blick auf das Elbtal. Starten Sie nun Ihre Fahrt in Richtung Schöna. So, damit begrüße ich euch. Ich war natürlich nicht der Sprecher gewesen. Ja, ich bin's, der Pio, begrüße euch hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir fahren heute das Add-on Dresden Schöner. Kommt von GBE. Ich weiß, jetzt sind die ersten sofort wieder weg, weil GBE ist natürlich, also habe ich jetzt mitbekommen, nicht die beste Qualität, die man jetzt hier haben kann. Wir machen heute eine kleine Einführungsfahrt hier mal von Dresden nach Schöna. Und ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei, für die Leute, die es natürlich interessiert. Kann ich schon mal sagen, das Fahrzeug ist natürlich ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Das muss ich leider sagen. Gefällt mir persönlich jetzt auch nicht so gut. Aber ich denke mal, wir werden uns da schon jetzt durchfummeln. So, wurde sich gewünscht, deswegen mache ich es. Wir haben ja jetzt auch die Tage jetzt uns die Dresden-Karte in OMSI angeschaut. Also Pflichtprogramm eigentlich, dass wir uns dann auch nochmal hier diese Strecke hier anschauen. Hier noch kurz ein paar Informationen zur Strecke. Die Strecke Dresden-Schöna, auch Elbtalbahn genannt, ist Teil der Fernverkehrsstrecke Dresden-Prag. Sie wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut. Bereits 1848 fuhr der erste Zug von Dresden nach Pirna und 1851 war die Verbindung von Dresden nach Bodenbach, dem heutigen Tetschin, fertiggestellt. Heute fahren sowohl Fernverkehrs- als auch Nahverkehrszüge auf der Strecke. Im Fernverkehr sind zum größten Teil Eurocity-Züge unterwegs, welche Berlin mit Dresden und Prag verbinden. Einige Eurocity-Züge fahren sogar weiter nach Budapest und Wien. Außerdem verkehrt ein Nachtzugpaar auf der Strecke, welches alles klar in Prag startet und dann Dresden mit Zürich verbindet. Im Regionalverkehr gibt es die S-Bahn-Linie 1,
welche zwischen Dresden und Schöna im Stundentakt verkehrt. Zwischen Dresden und Bad Schandau verkehrt diese Linie sogar im Halbstundentakt. Und an Werktagen verkehrt zusätzlich die S-Bahn-Linie 2, welche Dresden mit dem Flughafen verbindet, ebenfalls auf dem Streckenabschnitt Dresden-Pirna, sodass zwischen Dresden und Pirna etwa ein 15-Minuten-Takt besteht. Außerdem ist die Strecke auch eine sehr wichtige Magistrale im Güterverkehr. Es fahren sehr viele Containerzüge von Tschechien in Richtung Hamburg und von Hamburg in Richtung Tschechien. Eigentlich eine coole Idee, sowas zu machen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn du den Ort halt wirklich nicht kennst, warum auch? Dann ist es immer extrem angenehm, da einfach mal so eine kleine Sightseeing-Tour dazu machen, dementsprechend. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, weiß jetzt nicht, warum ich jetzt gerade die Zwangsbremse bekommen habe. Weil da war weder ein Signal noch sonst irgendwas bestätigt, war alles. Meiner Meinung nach. Aber naja. Man weiß ja nie, ne? Auf der linken Seite sehen Sie jetzt den ersten S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Strehlen. Der Bahnhof war früher Königsbahnhof, da sich hier die königliche Villa des Sächsischen Hofes befand. Erst nach dem Ersten Weltkrieg war der Bahnhof auch für den öffentlichen Personennahverkehr freigegeben worden. Vorher diente er ausschließlich dem Sächsischen Hof. Dresden-Strehlen gehörte einst zu den wohlhabenden Stadtteilen von Dresden. Unter anderem befindet sich hier auch der weitläufige große Garten, eine große Parkanlage, in welcher auch eine Parkeisenbahn verkehrt. Ja, so muss ich wenigstens weniger quatschen, ne? Ich darf heute mal quatschen lassen. Sehr angenehm. Aber es ist auch spannend zuzuhören, tatsächlich. Weiter geht's. Ich glaube, Rai kommt gleich. Oh. Keine Zwangsbremse hier noch kassieren. Wir hatten schon eine unnötige. Wir nähern uns nun dem Stadtteil Dresden-Raik. Dresden-Raik verfügt auf der linken Seite über einen S-Bahnhof und auf der rechten Seite befindet sich ein Abstellbahnhof. Dieser wird vorrangig zum Abstellen von Fernverkehrszügen und Sonderzügen genutzt. Dresden-Raik ist außerdem Standort des Panometer Dresden. Ja, so, Döbritz. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, schneller fahren können wir gar nicht, ne? Nun folgt Nö. der S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Dobritz. Dieser Ach, Stadtteil wurde Dobritz. Anfang des 20. Jahrhunderts Entschuldigung. eingemeindet. Es war früher Dörfern entstanden. Ende des 19. Jahrhunderts siedelte sich dann eine Gardinenfabrik in Dobritz an, welche noch heute existiert, sowie viele Gärtnereien. Cool gemacht eigentlich. Finde ich super. Ich meine, man kann ja für ein GBE sagen, was man will. Ja, wie gesagt, qualitativ jetzt, so also finde ich jetzt hier den Dostos jetzt nicht hier, aber so die Idee jetzt dahinter, dass man so eine Sightseeing-Tour macht, finde ich eigentlich schon. Habe ich bis jetzt noch keinen anderen Addon bis jetzt gesehen gehabt. Also toll. Niedersedlitz war ebenfalls vor dem Bau der Bahnstrecke ein kleines und bedeutendes Bauerndorf. Jedoch erfolgte nach dem Bau der Bahnstrecke Dresden-Pirna eine rasche Industrialisierung,
Es siedeln sich unter anderem Fabriken in dieser Stadt an, unter anderem eine Chemiefabrik, eine Malzfabrik sowie das Sachsenwerk. 1950 wurde Niedersedlitz zu Dresden eingemeindet. Nun sehen Sie auf der Seite den S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Schachwitz. Ebenfalls ist Schachwitz aus ein kleines Dorf gewesen, welches 1950 in Dresden eingegliedert wurde. Ja, da gab es wohl nicht mehr zu erzählen. Ja gut, muss ja auch nicht jedes einzelne Dorf irgendeine Geschichte haben, ne? Also das ist ja schon Wahnsinn. Aber cool, ja. Also sitzt wahrscheinlich da und liest das Ganze da ab. Finde ich großartig. Und dann lässt es halt in einem bestimmten Punkt immer einspielen. Nun erreichen wir die Stadt Heidenau. Heidenau liegt an der Mündung der Müglitz, welche hier in die Elbe mündet. Und wurde 1920 aus den Dörfern Mügeln, Heidenau, Gommern gegründet. 1923 wurde noch der Ort Großsedlitz mit eingemeindet. In Heidenau zweigt auf der rechten Seite auch die Müglitztalbahn ab. Diese verbindet Heidenau mit Altenberg im Erzgebirge. Heidenau Süd als nächstes. Nun folgt auf der linken Seite der Haltepunkt Heidenau Süd. Dies ist ebenfalls ein Stadtteil von Heidenau. Die Strecke selbst verläuft noch bis Pirna viergleisig. Viergleisig, ja. Eigentlich schon wirklich cool gemacht, ja. Ich finde, das sieht jetzt auch optisch jetzt nicht hässlich aus, die Strecke an sich. Ja, also da muss man wirklich mal lassen. Ob es jetzt natürlich real ist, kann ich jetzt dementsprechend natürlich nicht sagen, weil ich hier noch nie gefahren bin halt, ne? Wenn jemand natürlich die Strecke kennt, der kann ja gerne mal so in die Kommentare posten, ob es sich so anfühlt oder ob es denn doch ein bisschen viel unrealistisches Zeugs drin ist oder ob es sich doch wirklich super anfühlt. Nun befahren wir den Stadtteil Heidenau Großsedlitz. Großsedlitz ist vor allem durch seinen Barockgarten bekannt. Dieser Garten ist in französischer Gartenbaukunst gestaltet und gilt als einer der authentischsten Barockanlagen in Deutschland. Jedes Jahr finden dort von Ostern bis Oktober eine Vielzahl von Veranstaltungen statt, unter anderem das Gartenfest, welches an jedem ersten Wochenende im August stattfindet. Jetzt erreichen wir das Stadtgebiet von Pirna. Pirna ist Endpunkt der S-Bahn-Linie 2. Von hier ab geht es nun zweigleisig weiter in Richtung Schöna. Außerdem ist Pirna auch ein kleines Zentrum im Güterverkehr. Hier wurden in den letzten Jahren viele Gütergleise neu angelegt, unter anderem um den Güterverkehr des Heizkraftwerkes sowie mehr einen Firmenanschluss für das Agroterminal zu gewährleisten. Das Betriebswerk des Bahnhofes wird mittlerweile von einem privaten Eisenbahnunternehmen mit betrieben. Pirna selbst ist eine große Kreisstadt und Verwaltungssitz des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Pirna weist bereits eine lange Geschichte nach. Schon in der Steinzeit siedelten hier die ersten Völker. So, jetzt ist natürlich wieder, dadurch, dass wir jetzt keine AFB hier haben, müssen wir das jetzt wieder alles händisch jetzt hier machen.
Das geht aber irgendwie nicht. Weil ich kann gar nicht so genau irgendwie einstellen. So, mal ein bisschen uns mal die schöne Landschaft angeschaut. Das finde ich irgendwie nicht so cool, dass man das jetzt echt nicht wirklich jetzt einstellen kann. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit mit Gas und Bremse spielen. Wir durchfahren nun den S-Bahn-Haltepunkt Obervogelgesang. Obervogelgesang ist ein Stadtteil von Pirna. Obervogelgesang liegt auch am Elbradweg. Der Elbradweg ist eine der beliebtesten Fernradwege in Deutschland. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat, das ändern muss ich gestehen. Oh. Heieiei. Ja, weiß gar nicht, was das ändern gekostet hat. Auf der Seite von GBE. Ich glaube, wirklich viel war es nicht, weil die sind da nicht so teuer. Die Addons. Was man vielleicht an der Qualität eventuell sieht, ne, dass das Ganze da nicht so hundertprozentig 1:1 ist jetzt wie mit anderen speziellen Seiten, wo man sich diese extravaganten Sachen kaufen kann. Ja, und so 3D-Zug und alles was. Also das macht schon Spaß damit zu fahren, keine Frage. Ja. Aber man merkt halt diesen preislichen Unterschied halt, wo du halt für den ICE4 zum Beispiel halt auf 3D-Zug für 30 Euro kaufst, kriegst du hier bei, auf der Seite von GBE für 15 oder 20 Euro die Strecke Ingolstadt-Nürnberg und den ECE4, da überlegt man denn halt so, ne? Aber was denn halt, wo man halt kauft. Klar, der absolute Pro kauft wahrscheinlich auf 3D-Zug. Aber für als absolute Pro, ganz ehrlich, nehme ich den E-Zusi. Von daher, ja, mal fahren und mal angucken und so, ne? Ist okay, aber wenn es jetzt halt realistisch werden soll, dann habe ich eh meinen Zusi dafür. Von daher passt das eigentlich ganz gut hier. Und so ein Sightseeing, das ist doch eigentlich mal ganz nett hier. Das ist mal super abwechslungsreich mal für unsere Stadt hier, wie wir ja sonst immer fahren. Also ich könnte euch das Ganze jetzt hier nicht erklären und erzählen und hast da es nicht gesehen. Von daher ist es für mich natürlich auch interessant. Ich selbst habe sie natürlich auch noch nicht einmal gespielt, die Strecke. Und ja, ist dann schon super, wenn man mal so ein paar Informationen über Dresden kriegt. Ist ein Schwimmbad. Wir nähern uns jetzt der Stadt Wehlen. Diese liegt mitten im Elbsandsteingebirge und ist daher Ausgangspunkt für viele Wanderziele. Unter anderem erreicht man von hier die Bastei, die Felsenbühne Rathen, die Bärensteine sowie den Rauenstein. Da war aber auch ein Schwimmbecken.
Hast du gesehen, da war eine riesen Wasserrutsche. Ist auf jeden Fall schon gut lang, ne? Warte mal, ich guck mal. Steht jetzt nichts so da, wie viele Kilometer sind. Aber es wäre zum Beispiel so ein Wir befinden Kandidat. jetzt den Bahnhof des Kurortes Rathen. Rathen ist der flächenmäßig und einwohnermäßig kleinste Gemeindeort in Sachsen. 2013 lebten hier nur 355 Menschen. Rathen ist aber auch häufig Filmort, vor allem von der Bastei-Brücke, dem Gamrick oder der Felsenbühne. Diese Ortsteile dienen häufig als Filmkulisse. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Achso, das ist zum Beispiel so ein typischer Kandidat jetzt hier, keine PZB. Naja, also SIFA ja, PZB nein. Das finde ich dann halt mal mega schade, denn. Sowas finde ich dann immer schade. Man weiß halt auch immer nie, ob da irgendwelche Updates noch kommen oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, wie alt das Addon mittlerweile ist. Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe letztes Mal in den Kommentaren gelesen, was man denn eigentlich verlangt, denn wenn man den Addon rausbringt, vor was ich vor 4 Jahren rausgekommen ist, vor 5 Jahren, und da vielleicht manche Funktionen in dem Trans-Simulator eventuell noch nicht, gar nicht funktioniert haben, ob man das denn heute immer noch updaten müsste, wenn es jetzt schon, weiß ich, 4, 5 Jahre alt ist. Ich meine, klar, zu Recht, ne? Aber ich meine, gekauft ist gekauft. Da könnte man ja trotzdem da irgendwie. Ich meine, müssen muss er natürlich nicht. Selbstverständlich muss er das nicht, weil ihr kauft ja das in den aktuellen Stand. Und solange es funktioniert, ist eigentlich alles tutti frutti. Er könnte jetzt aber zum Beispiel einen Remaster jetzt rausbringen oder sowas, ne? Und dann könnte er sagen, es mit allen neuen Funktionen, die den Trans-Simulator eventuell bieten, kostet aber dann dementsprechend auch wieder extra Geld. Das könnte er natürlich machen. Aber warum sollte er halt nach 5 Jahren immer noch die Karte updaten? Ist verständlich. Sehe ich ein irgendwo. Schade ist es dennoch. Das war jetzt im letzten Fall jetzt. Mit Berlin-Wittenberg, ich glaube, war das Ganze gewesen, wo wir von Schönefeld nach Gesundbrunnen gefahren sind. Da hatte ich das Thema ja wohl angesprochen gehabt und ja, hat sich der ein oder andere da gemeldet dazu und fand ich eigentlich super. Aldi Markt. Das ist ein Payware-Addon. Meinst du, der hat die Lizenzen von Aldi gehabt? Oh. Und da stand ja Aldi Markt, oder? Und nicht Aldi oder sowas? Irgendwie falsch geschrieben? Echt hübsch aus. So, leicht immer wieder 120. Dann muss ich das Ganze nicht mehr hin und her pendeln.
Wahnsinn. Das sieht scharf aus, auf jeden Fall. Das passt allerdings hier nicht hin. Der gesehen unten waren, obwohl. Wir erreichen nun Königstein. Dieser Ort ist nach der hier liegenden Festung benannt und zählt ebenfalls knapp über 2000 Einwohner. Königstein gilt auch als die Stadt der vier Steine. Dazu gehören der Königstein, Lilienstein, Pfaffenstein. Die über der Stadt liegende Festung Königstein ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Sächsischen Schweiz. Auf jeden Fall stand am S-Bahnhof Königsbergs eindeutig BVG-Bus auch immer. Das hat man gesehen, das hat man erkannt. Normalerweise ne, schwarz-gelb sind ja die Busse in Dresden. Da stand aber definitiv, waren die gelb-weiß. Naja, ist nur kleiner, was mir aufgefallen ist halt, persönlich. So an sich muss ich aber sagen, ist echt hübsch. Wie gesagt, ich finde jetzt, muss man mal gucken, ob man dazu Aufgaben findet, wo bessere Triebwagen dabei sind. Ich finde den Triebwagen hier, der hat massiv viele Fehler drin halt, ne? Der läuft nicht so ganz rund. Und allein, wenn ich mir hier das Kilonoten angucke, hier, wo ist es? Das hier, da hier flackert immer irgendeine Textur hier unten durch. Ja. Wir befahren jetzt gleich den Bahnhof Bad Schandau. Bad Schandau ist ein anerkannter Kneipenkurort und Erholungsort in der Sächsischen Schweiz. Von hier aus gelangt man auf die Ostrauer Scheibe. Außerdem ist Bad Schandau auch Ausgangspunkt für die Sächsische Semmeringbahn, die Bahnstrecke in Richtung Neustadt Sachsen. Welche unter anderem 7 Tunnel nachweist. Der Bahnhof von Bad Schandau liegt links der Elbe, während die Stadt rechts der Elbe liegt. Und Fahrgäste in der Regel mit der Fähre übersetzen müssen. Im Stadtzentrum von Bad Schandau ist ebenfalls der Ausgangspunkt der Kürnestalbahn. Dies ist eine historische Straßenbahnlinie, welche Bad Schandau mit den Lichtenhainer Wasserfällen verbindet. Mhm. So, es waren 40 angekündigt.
So, weiter geht's. Gott sei Dank, ohne Zwangsbombe durchgekommen. Normalerweise müsste man jetzt mal anhalten und müsste mal gucken, ob die Sehenswürdigkeiten zumindest alle da sind, ne, die er da anspricht. Aber ich glaube, das wäre dann auch schon wieder zu viel verlangt, denn wahrscheinlich. Ich meine, es ist schon cool, dass er diese ganzen Ansagen da drin hat. Also das muss man mal lassen. Ja, wird heute mal eine bisschen längere Folge. Habt ihr ja schon mitbekommen, ne? Aber ihr wisst halt immer, ich will das nicht teilen oder sowas. Ich finde sowas blöd. Ich würde dann lieber gerne die Aufgabe dann wirklich dann abschließen und dann ist sie fertig. Das Ganze dann nicht nur mit irgendwelchen Folgen dann rumhantieren. So, da kommt Schmilka. Nicht Milka, sondern Schmilka. So, da sind wir auch schon schöner. Jetzt kann ich mal, ob meine Performance so neuerdings wieder runtergeht. So, Leute, und damit erreichen wir unseren Endbahnhof. Jetzt den Endpunkt unserer Strecke Schöna. Schöna ist ein Dorf und gehört zur Gemeinde Schöna-Reinhardsdorf. Schöna ist außerdem der letzte Haltepunkt auf der deutschen Seite vor der Grenze zu Tschechien. Unsere kleine Erkundungsfahrt endet in Schöna. Wir hoffen, dass Ihnen diese kleine Erkundung gefällt.
gefallen hat und würden uns freuen, wenn Sie mit dieser Strecke viel Spaß haben werden. Unter anderem möchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass in unserem Online-Shop noch weitere Produkte erhältlich sind. Sie finden dort weitere Szenarien für verschiedene deutsche Strecken, sowie unsere Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt oder die Einheitslokomotive der Baureihe 110. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir möchten uns nochmals bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Strecke gekauft haben. So, das war's also. Das war die Strecke Dresden-Schöner. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben das Szenario abgeschlossen. Ihr seht das oben rechts. Ich würde sagen, wir machen es jetzt so kurz und knapp. Ich verabschiede mich hier. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Natürlich mit dem Train Simulator von Dovetail Games. Ich verabschiede mich. Tschüss.